Hallo Lilly. Hallo Klein Carrie. Schaut ihr Klein Lilly beim Fahrwettbewerb zu? Sie hat gewonnen. Klein Lilly hat gewonnen. Schön für dich, Klein Lilly. Du hast die beste Punktzahl und du hast den großen Pokal gewonnen. Oh nein, der Pokal ist verschwunden. Weine nicht, Klein Lilly. Wir rufen die Streifenwagen. Die finden schon heraus, wer den Pokal genommen hat. Leute, wir haben ein Problem. Klein Lilly hat den Fahrwettbewerb gewonnen, aber jemand hat ihren Pokal geklaut. Könnt ihr helfen? Großartig, auf geht's! Die Streifenwagen sind hier, um das Rätsel um den verschwundenen Pokal zu lösen. Lasst uns herausfinden, was hier passiert ist. Mal schauen. Vor dem Wettbewerb haben alle den Pokal noch gesehen, richtig? Wer war der Letzte, der dicht beim Behälter gesehen wurde? Klein Carrie? Aber sie hat keinen Grund, den Pokal zu nehmen. Hector, warum fliegst du nicht einmal um die Schule und schaust, ob du etwas entdeckst? Ist das eine Nachricht? Da scheint zu stehen, ich habe den Pokal, ich habe einen Fehler gemacht, Klein Lilly kriegt, was sie verdient. Ach du liebe Güte, das hört sich an, als wäre jemand hinter Klein Lilly her. Wir zeigen den Zettel besser Matt und Frank. Schau! Reifenspuren auf dem Boden. Was ist das für ein weißes Puder? Ist das Mehl? Das hört sich an, als wäre jemand hinter Klein Lilly her, nicht wahr, Matt? Klein Carrie ist irgendwie in die Sache verwickelt, aber es gibt ein Missverständnis. Hier kommt Klein Carrie und sie hat den Pokal. Wir wissen, du hast eine Nachricht hinterlassen, Klein Carrie. Aber sie klang ein bisschen bedrohlich. Ich habe den Pokal, habe einen Fehler gemacht. Klein Lilly bekommt, was sie verdient. Was heißt das? Oh, in der Nachricht stand, dass du einen großen Kuchen gemacht hast. Klein Lilly soll einen Kuchen bekommen.
Jetzt ergibt alles Sinn. Du brauchtest den Pokal, um einen Kuchen zu backen, der genau wie der Pokal aussieht. Rätsel gelöst. Vielen Dank für eure Hilfe, Streifenwagen. Herzlichen Glückwunsch, Klein Lilly. Jetzt hast du sogar zwei Pokale. Lasst uns Kuchen essen. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Edgar. Warum bist du denn so spät in der Nacht noch auf? Du konntest nicht schlafen und da dachtest du, du fährst ein bisschen herum? Hey, was ist los? Du hast ein seltsames Licht im Wald gesehen? Ich kann da nichts entdecken. Wow, da ist es ja. Was ist das? Wir rufen besser die Streifenwagen. Vielleicht finden die heraus, was das ist. Yeah. Entschuldigung, dass wir euch aufwecken, Leute. Aber es gibt ein Rätsel zu lösen. Edgar hat ein seltsames Licht im Wald gesehen. Sollten wir uns das nicht mal anschauen? Hey, warte. Sollten wir nicht auch Hector aufwecken? Aufwachen, Hector. Willst du nicht mitmachen beim Rätsel lösen? Hallo, Edgar. Kannst du den Jungs erzählen, wo du das seltsame Licht gesehen hast? Im Wald? Was meint ihr, Leute? Sollen wir uns das mal ansehen? Aha. Was ist los, Frank? Es ist zu dunkel, um im Wald etwas zu erkennen? Ach du liebe Güte. Was sollen wir tun? Wir können deinen Suchstrahler benutzen, um den Wald zu erhellen? Perfekt. Guter Gedanke, Hector. Sollen wir reinfahren? Was ist los, Matt? Du hast das seltsame Licht gesehen? Da ist es ja. Und es bewegt sich. Okay, Edgar. Schauen wir mal, was das ist. Oh nein. Wie sollen wir da durchkommen? Das ist richtig, Frank. Du bist sehr stark. Meinst du, du kannst das Zaungatter öffnen? Okay, Leute, trete zurück. Gut gemacht, Frank. Baba! Auf geht's!
Ich glaube, wir sind dicht dran. Da ist es ja. Hä? Herbie? Amber? Was macht ihr hier draußen? Es ist mitten in der Nacht. Du gibst Herbie eine spezielle Medizin, Amber? Mm. Matt möchte wissen, warum er sie nicht einfach im Krankenhaus nimmt. Oh. Du schämst dich, weil du nicht möchtest, dass deine Freunde sehen, dass du alt wirst? Ah. Jetzt sei doch nicht dumm, Herbie. Deinen Freunden ist das doch egal. Ist nicht schlimm, Edgar. Da hätte sich jeder irren können. Yeah. Komm schon, Herbie. Auf geht's nach Hause. Lasst uns schlafen. Aha. Gute Arbeit, Streifenwagen. Aha. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Sieht so aus, als würde Carrie etwas backen. Hallo, Carrie. Diese Muffins sehen toll aus. Da ist noch ein Blech im Ofen. Großartig. Schön vorsichtig. Du willst sie ja nicht fallen lassen. Oh nein, was ist denn gerade passiert? Jemand hat dein Fenster eingeschlagen und du hast dich erschreckt? Du hast recht. Wir müssen die Streifenwagen rufen. Hey, Streifenwagen. Was habt ihr heute vor? Ihr wollt eine Runde Golf spielen? Das ist aber eine schöne Wochenendbeschäftigung. Ich glaube, eure Golfpartie muss noch etwas warten. Carrie muss euch von einem Verbrechen berichten. Jemand hat bei ihr zu Hause ein Fenster eingeworfen. Und es sieht so aus, als wäre das nicht nur bei ihr passiert. Hier kommt Lily und sie hat einen großen Riss in der Scheibe. Es ist passiert, als du an der Baustelle vorbeigefahren bist? Ach, herrje, da musst du dich ordentlich erschreckt haben. Gute Idee, Matt. Beginnen wir mit der Untersuchung dort. Das Tor der Baustelle ist geschlossen. Großartige Idee, Frank. Du kannst deine Leiterkamera benutzen, um über den Zaun zu schauen. Es ist keiner da. Du hast recht, Frank. Die Steine, die Carries und Lillys Fenster eingeschmissen haben, müssen woanders herkommen. Du hast eine Idee, Matt? Gute Idee. Mal schauen, ob Spuren in Carries Haus sind. Papa? Hallo, Carrie. Wir haben das Rätsel noch nicht gelöst. Kannst du bitte Frank und Matt das zerbrochene Fenster zeigen? Ach du liebe Güte, was für eine Gemeinheit.
Mal schauen, ob derjenige, der das Fenster eingeworfen hat, Spuren hinterlassen hat. Hey, warte mal. Was ist das? Matt hat recht. Das ist ein Golfball. Mit genau so einem Gegenstand kann man leicht eine Scheibe einwerfen. Aber wo kam er her? Es gibt einen Golfplatz in der Nähe. Aha. Dann spielt da aber jemand ziemlich schlecht. Oh. Mal sehen, wer das ist. Aha. Was könnt ihr sehen, Leute? Sieht so aus, als hätten wir unseren Fenstereinschmeißer gefunden. Es ist Henry, der alte Käfer. Das ist richtig. Henry ist ein bisschen sensibel. Es könnte ihn sehr aufregen, wenn wir ihm erzählen, was er getan hat. Großartige Idee, Frank. Wenn du Henry einlädst, mit dir am Wasser zu spielen, kann er üben, ohne dass er etwas kaputt schlägt. Und ihr zwei habt auch eure Golfpartie. Viel Spaß, Streifenwagen. Das Rätsel habt ihr toll gelöst. Hallo, Lilly. Hä? Ist da ein Feuer im Klassenraum? La Boubie. Hallo, Frank. Hm? Ist da ein Feuer? Aber es scheint keinen Rauch zu geben und auch sonst nichts. Kein Feuer? Aber du denkst, jemand hat mit Absicht den Alarm ausgelöst? Ich hoffe nicht. Okay, alle zusammen. Alle wieder rein. Vielen Dank, Frank, für deine Hilfe. Wie gut, dass da kein Feuer war, was, Frank? Ist das schon wieder der Feueralarm? Baba? Was ist los, Frank? Ist das ein Schwelbrand oder sowas? Oh, Karabiner. Du hast eins der Kabel durchgeschnitten und es läutet trotzdem? Wie ist das möglich? Hier passiert etwas sehr Seltsames, Frank. Vielleicht solltest du die anderen Mitglieder der Streifenwagen um Hilfe bitten. Leute, wir haben einen Notfall und Frank braucht eure Hilfe. Der Feueralarm in der Schule geht immer wieder los und Frank kann nicht herausfinden, warum. Könnt ihr so schnell wie möglich kommen und Frank dabei helfen, das Rätsel zu lösen? Großartig! Auf geht's! Deine Streifenwagenkollegen sind hier, um zu helfen, Frank. Das ist sehr seltsam, Matt. Frank hat den Alarm vorhin ausgeschaltet. Jetzt geht er schon wieder an, obwohl Frank sogar die Kabel durchgeschnitten hat. Was meinst du, Matt?
Der Alarm kommt von draußen, nicht von drin. Aha. Hector, flieg doch bitte mal über die Schule und sieh dich gut um. Es scheint so, als würde der Feueralarm woanders herkommen. Baru? Bodo, Baby Boo. Huh? Huh? Oh. Oh, Baby. Du kannst die Kleinen wieder mit reinnehmen, Lilly. Oh. Aber wir würden Klein Jerry bitten, noch eine Weile draußen zu bleiben. Könnten wir bitte kurz dein Mobiltelefon sehen, Klein Jerry? Das, welches du unter deinem Vorderreifen versteckt hast? Du hast den Feueralarm ausgelöst und dann mit deinem Mobiltelefon aufgenommen. Diese Aufnahme hast du dann abgespielt, damit es so klingt, als würde der Alarm noch läuten, richtig? Warum? Den Feueralarm auszulösen, ohne dass es wirklich brennt, ist eine ganz üble Sache. Du möchtest nicht zurück in die Schule? Tu das nie wieder. Du kannst jetzt wieder rein. La Boobie. Vielen Dank für eure Hilfe, Streifenwagen. Wenigstens hat es nicht wirklich gebrannt. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.